Okay, ich besetze einen RTW. Röder, du kannst meinen Job übernehmen. Ich habe RTW gehört. Was ist dein Job? Darf ich später irgendwann mal vielleicht mit dir auf dem RTW? Also nicht C-Dienst, Gruppenführer. Ja, wenn auch jemand kommt. Ja. Dann machen wir eine Runde RTW. Ja. Weil RTW brauchen wir definitiv. War kein. Na, Röder, wie geht's? So, wir ziehen uns mal um. Bin, ja. Ich hab's gehört. Ich bin, oder? So, ja, schön, Rettungsdienstklamotten an. Ach, ich nehme die anderen. Ich frage mich nur, wofür hat man das Revive Kit, wenn er sagt, man soll den Karmus getriggern? Wieso musst du wieder alles kaufen, oder wie? Ja. Digga. Das frisst mich jetzt richtig. Ich hab richtig echt keinen Bock mehr, Alter. Peters, ich hab jetzt, wenn Neumann an die Einsatzstelle ist, der soll die Finger von mir lassen. Er soll irgendein anderer Arzt und wenn sie mir einen aus einem anderen Staat schicken, das ist mir völlig egal. Schreibt eine Patientenverfügung. Ja. Ich möchte von irgendeinem anderen Arzt wiedergeholt werden, aber nicht. Aber der soll. So, wir holen uns mal einen schönen RTW. So. Runde RTW. Oh. Ich hasse es. So, wir fahren mal zu unserem Hallentor. Das ist das letzte. Auto positionieren, passt. RDW steht, RDW einsatzbereit. Schön, gefällt mir. So, der Rettungsdienst ist da. Peters, du bist jetzt und Lucy sind jetzt meine Ärzte. Also, wenn ihr da seid, wisst ihr ganz genau, es ist eine Patientenverfügung. Neumann soll die Finger von mir lassen. Okay. Boah, jetzt ist scheiße, Alter. Okay. Da was ich. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Fail-Up hier betreibe, aber. Na, machen wir nicht. Wieso bin ich nicht mit unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus gefahren worden? Du weißt davon nichts. Stark. Macht eh keinen Sinn, gegen Neumann zu machen. Sie ist ja, was es bei mir gebracht hat. Von daher. Nicht so stark. Wie gesagt, ich kann ärztliche Maßnahmen diskutieren, aber ich war nicht als Arzt da, also kann ich eine ärztliche Maßnahme gerade vom ärztlichen Leiter nicht widerrufen. Die zweite auch noch gleich, super. Wie sie alle am Billard spielen sind.
Ja, schwierige Sache. Also wie gesagt, kann man drüber diskutieren. Ich bin noch weg. Ich wünsche euch. Ich hätte es anders gemacht. Viel Spaß und gleich. Tschüss, Lucy. Ciao, Lucy. Tschüss. Warte. Oh, Röder macht. Warte kurz. Ich hätte es anders entschieden, aber so sieht jeder ein bisschen anders. Kriegen wir einen Einsatz? Vielleicht. Ja, vielleicht. Was ist passiert? Vielleicht. Bei der Bank. Ganz großer Unfall. Bei Bank. Na, vielleicht kommt ja jetzt was. Alles klar, ich hier hin. Ich hab nicht viel verstanden, egal. Was hast du denn? VU Gefahrgut. VU in der Bank. Gefahrgut! Soll ich auch ein GWG? Sprich das mit Röder ab, ich bin Rettungsdienst jetzt. Achso. Einsatz. Zwei Satz minus. Ne, drei Satz minus zwei Satz ist gleich. Einsatz! Gehen wir schon mal zum RTW. Wir wollen ja was zu tun haben hier. So, wir können uns schon mal ausrüsten. So mit Helmchen. Erste RTW-Weste und Handschuhen. Erster RTW ist so eine Besonderheit. Hat unser ärztlicher Leiter eingeführt. Bedeutet, der ersteintreffende RTW sozusagen Orgel. Blau, Gruppenführerweste. So, da kommt er. Einsatzalarm. THL2Y. VU Gefahrgut LKW in Bank. Postleitzahl LKW 656. Es rücken aus. Rettung Königsburg 01 NAW 01. HLF. RTW 1. Ja, ich komme nicht raus. Oh Mann. Scheiße. Einsatzalarm. THL2Y, VU Gefahrgut LKW in Bank, Postleitzahl 656, es rücken aus, GWG. So, Blaulicht läuft, anschnallen, let's go. Muss nachher überprüft werden, wenn wir wieder da sind. Wir fahren zum Einsatz im wundervollen WASRTW. Ich liebe dieses Auto. Ein wunderschöner RTW, muss ich sagen. Außer dass gerade der Frontscheinwerfer defekt gegangen ist. Wahrscheinlich war die Glühbirne schon ein bisschen älter. Aber passiert. LKW in Bank. Wir sind sowieso schneller, weil wir mit 100 fahren können. Die Löschfahrzeuge nur mit 90. Ich kann auch schneller fahren, aber ich fahre meistens 100, weil ist so die entspannteste Art zu fahren. Auch mit Performance-Problemen manchmal, weil dann hat nicht die Möglichkeit, dass ich alles ein bisschen an die Problematik gewöhnt. Also an die ganzen Rendering-Geschichten. Wir sind auch gleich da. Gucken wir mal, was da los ist. Ja, wir fahren alleine, ist im Rettungsdienst eigentlich nicht so üblich, aber dadurch, dass wir manchmal ein bisschen unterbesetzt sind, ist das manchmal nicht anders möglich. Da kommt der RTW halt mit einer Mannbesatzung. Ach du Scheiße! Das Ding ist im Vollbrand. Wir stellen uns hier vorne hin. An die anrückenden Kräfte, Bank im Vollbrand. Also
das bankuntere Gebäude im Vollbrand. Da müssen wir uns selber mal ein bisschen weiterhelfen. Komm ich in den Polfunk rein? Leitstelle ist außer, kurz außer Dienst, ich funk die Polizei selber an. Polizei von Feuerwehr, komm. Sprechen Sie. Leitstelle von uns ist gerade kurz außer Dienst. Wir haben gerade eine Bank im fast Vollbrand durch Gefahrgut-LKW, der in die Bank gerast ist. Die Postleitzahl gebe ich dir gleich. Das habe ich so aufgenommen, hat das der 1131 mit? Postleitzahl. Postleitzahl 656. Postleitzahl 656, hat das der 1131 mit? Ja, das müssen wir 100 Meter Entfernung gefahren haben. Ja, so verstanden, Ende. Feuerwehr verlässt Funkkreis. Dann rüste du dich nochmal mit Arzt aus, du machst mit Karte. Was ist denn heute los? Heute ist ja richtig was los hier. Gefahrgut-LKW in Bank. Ordentlich. So, wir bauen uns hier mal auf. Wie stelle ich mich denn am besten hin, dass ich den Blaulicht ausmachen kann und abrücken kann bei Bedarf? Ich stelle mich einfach mal so ein bisschen so auf den Gehweg. Dann habe ich die Möglichkeit wegzufahren bei Bedarf. So. Kann ich nämlich auch Blaulicht ausmachen, spart Sprit und kann ausstellen. So. Gut, wir machen hier so ein bisschen Bereitstellung. Gucken uns das ganze Spektakel mal ein bisschen an. Hier ist unser GWG. Wer gestern schon zugeschaut hat, hat das Fahrzeug schon im Einsatz gesehen. Auf jeden Fall schönes Fahrzeug. Röder, ich wollte schon Rückmeldung geben, Leitstelle ist aber kurz nicht da, Pol ist da, habe ich angefunkt. Okay. Ja, Leitstelle ist nicht da. Ich schicke jetzt einen Trupp jetzt nach vorne zum Erkunden, ob da noch eine Warntafel oder sowas ist. Mhm. Dann müssen wir, du hast ja deine App drin, ne? Ja, die habe ich. Dann müssen wir gleich gucken, ob die da noch eine Warntafel kennen, ob wir mit Schaum oder mit Wasser löschen. Mit. Ob da überhaupt noch jemand drin ist? Also wenn da noch jemand drin ist, sieht das für den nicht mehr so gut aus, glaube ich. Ja. Das ist wirklich ein schlechter Zustand, wenn da noch einer drin sitzt. Im Gegensatz zur Rhea eben. Wir haben zu tun, aber ja, warum denn gleich so groß? Ja. Die Geister, die ich rief. Aber was soll's. Wir machen unseren Job. Wir holen uns mal ein Rücksäckchen hier raus. Ist eigentlich auch ganz geil gemacht, wenn ihr das gleich seht hier. Wir haben hier irgendwo so ein schönes Fach, wo wir rangehen können. Hier können wir die Trage rausholen. Da. Hier können wir uns am Rucksack bedienen. Dann nehmen wir uns einfach mal einen Rucksack raus. So. Haben wir einen Rucksack auf. Ja, immer eine Weste aufbehalten. Das geht leider dann nicht parallel. Auch gut. Ich will den Rucksack wieder absetzen. Ja, mal. Mal ich den Rucksack drauf. Ist okay. Was haben wir denn? Das ist der gleiche Stoff wie gestern. Wasserstoffperoxid. Scheinbar auch Hilferufe. Habt ihr mitbekommen aus dem LKW, ne? Ja, dann müssen die sich halt mit CSA ausrüsten. Geht ja nicht anders. Oh, habe ich schon durchgegangen. Ja. Gehe ich noch auf Drücke? Ja, ich hole schon mal alles raus. Wir holen mal eine Trage aus dem Auto.
Trage. So, unsere schöne Trage. Wir stellen uns mal hier so ein bisschen an die Seite hin. Jetzt können wir von der Trage natürlich alles runternehmen, das ist eigentlich ganz geil gemacht. Einmal E. Und jetzt nehmen wir mal das Lifepack, den Rettungsrucksack, Rucksack von der Trage. Haben wir schon mal alles vorbereitet. Wir packen uns mal hier schon mal alles hin, was wir gleich vielleicht brauchen könnten. So, da holen wir uns mal den. Das war das Löschmaßnahmen, war nur leichter Sprühstrahl, ne? Ja, genau. Legt auch noch mal eine neue Flasche an, ne? Und den Notfallrucksack für den Notarzt. Ja. Ach so, ich auch neue. Damit habe ich mein Einsatzstellenmanagement abgeschlossen. Ich habe meine zwei Rucksäcke. Den Beatmung lasse ich jetzt mal weg, weil das ist dasselbe drin wie im roten. Ich brauche halt nur noch den Notarzt für Medikamente. Eine Dekon sollten wir noch aufbauen. So, ich bin wieder bei 300. Dann Angriffsdruck. Vielleicht noch Dekonzelt würde ich empfehlen. Ja, genau. Mach einmal noch ein Dekonzelt. Das kann noch Carter machen in der Zwischenzeit. Wenn er auch schon mal schreibt, wenn er fertig ist mit Schreiben. Wieso schreibt? Carter ist. Ach, Carter ist Angriffsdruck. Steinemetzger. Ja, ich schreibe eben gerade die Drücke noch auf, aber. Können wir aufbauen. Dann ihr. So, wir haben die Patientenablage. Servus, Hermann. Könntest du mich einmal abholen? Hier an der E-Stelle. Oder könntest du uns eine DE vorbeibringen? Wir hätten hier wieder auf. Das sind keine Aliens, das nennt sich Chemikalien-Schutzanzug. Alles klar, wir müssen hier grob aufbauen. Was, danke. Holst du hinter den Schwarzen oder was? Wir sperren dann groß vor mir ab. Okay. Nur eine technische Einsatzanlage. Jawohl. Du sicherst hier ab und siehst du. So, damit haben wir das Dekonzelt aufgebaut. Ja, Mann, ist es sinnvoll, die Bevölkerung zu warnen. Minuten noch mal die nächste Abfrage. Ich schreibe das hier alles schon auf dem iPad mit. iPad? Das sieht eher aus wie. Ich habe da tatsächlich ein iPad neben mir stehen, der ich das nicht schreibe. Ah, okay. Schön, ich durfte mal die Sirene auslösen lassen. Das ist ja da auch mal schön. Geht jetzt nochmal? Ne, die geht aus. Die ist aber ganz schön leise, obwohl die direkt vor uns ist. Angriffsdruck von Atemschutzüberwachung, komm. Einmal Druckabfrage. Ja, das stimmt. Hey, 2, 3, 6, habe ich so verstanden. Kommen die an den LKW ran? Und an den Personen, die da drin sein sollen? Hilfe rufen? Ich guck nochmal. Angriffsdruck von Atemschutzüberwachung kommt. So, wir warten darauf, ob sie den Verletzten rausholen können, der da wohl um Hilfe geschrien hat. Mal schauen.
Frage, wie läuft die Menschenrettung, komm? Ja, Menschenrettung ist halt primäre Aufgabe des Angriffstrupps. Menschenrettung unmöglich, Person ist eingeklemmt. Die Frage, ob sie eine Sofortrettung einleiten sollen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Sofortrettung einleiten, so positiv. Hey, nee, hey, hallo. 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 Handelt sich um denselben Stoff wie gestern, Wasserstoffperoxid. Oh, dann drehen die Leute doch wieder so frei. Habt ihr ein NEF nachbestellt? Wir haben kein NEF, ich bin jetzt gerade beides in Personalunion. Also, die haben doch den NRW nachgefordert. Feuerwehr vom Rettungsdienst. Ach, da kommt NRW. Eben hieß es, es ist nichts im Dienst. Hört sie. Dann ist Neumann jetzt erst in Dienst gekommen. Wissen Sie, warum Sirenenalarm ist und warum ist Ihre Leitstelle nicht besetzt? Was war mit der Leitstelle über den Kopf? Warum laufen gerade eure Leute da drüben weg? Ah, da ist eine Person, oder? Ist das wieder der dicke LKW-Fahrer? Das ist der dicke LKW-Fahrer. Oh. Ich befehle ihm mal, den hier erstmal durch ein Dekonzelt zu bringen. Ja, der muss erst durchs Dekonzelt. Vorher fassen wir den nicht an. Schaffen die das selber? Leitstelle war jetzt nicht besetzt, oder was? Ja, der schrieb irgendwie kurz nicht besetzt. Okay. Erstmal weiter schön abrufen. Kannst du kurz in die reingehen und den NRW herbestellen? Kann ich nicht, weil ich ein Fahrzeug besetzt habe. Musst du ihn über Funk erstmal alarmieren. Einmal da hin. Patientenablage ist hier drüben. Hier. Ich hab ihm gesagt, dass ich immer noch der Herr Rock bin. Perfekt. Dora 10 von Anton 01 kommen. So, guten Tag, Rettungsdienst. Und dann geht man wieder weiter. Was haben Sie für Beschwerden? Niedrigster Druck. Ich spüre nichts mehr. Alles tut weh. 151. Alles tut weh. Fuß, ich meiner ist 157. Nein, sterben müssen Sie jetzt noch nicht. Ich spüre Fuß nicht. Dann könnt ihr theoretisch Fuß noch mal erkunden. Dann macht ihr zum Lörschangriff hier noch mal Wechsel. Nur die Füße oder auch die Beine? Ich fasse da Beine ich, auf. Beine ich taste da mal ab. Abschmacht noch Beine. So am Oberschenkel. Aua! Oberschenkel spüren Sie? Aber Schmerzen ganz dumm. Ja, aber es ist ja schon mal gut, dass Sie da was spüren. 80 geht ihr da raus. Ich gebe Ihnen mal was gegen die Schmerzen. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Wenn das Bein ab ist, ist es eine 10? 10. Also wenn das Bein ab ist, wäre es eine 10. Dann halt 10. Okay. So, ich gebe Ihnen mal was gegen die Schmerzen. Bitte. So, Pipidolor. So, jetzt haben sie was gegen die Schmerzen gekriegt. Offene Verletzung sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. Das muss ein stumpfes Trauma sein. Wie sieht es mit der Luft aus? Sie waren ja da in einem rauchenden LKW. Ich guck mal, ganz schlecht. Ich guck mal in den Mundraum, ob in den Mund- und Nasenraum, ob da irgendwas schwarz verrußt. Der NRW ist mit Sonderrecht näher alarmiert worden. Gut. So, ich gebe ihm mal so ein bisschen so ein Spray in den Mund. Das hilft ein bisschen bei der Atmung. Aha. So. Zweimal sprühen, tief einatmen. So, einmal. Und nochmal. Und dann danach werde ich ihm mal so eine Maske aufsetzen mit ein bisschen Sauerstoff. Aha. Das Öl hat mit. Drehen wir mal auf 7 Liter auf. So. Gut. Dann werde ich ihm mal noch einen Zugang am Arm. Das piekst mal ein bisschen. Und nicht pieksen. Ja, muss aber sein. Hallo, Notarzt. Hallo, ich bin schon dabei. Der Retter. Was haben wir denn? Ja, er war im LKW eingeklemmt, im Brennenden, hat auf jeden Fall vielleicht eine Rauchgasintox, also verrußt im Mund-Nasen-Bereich. Hat von mir zweimal Berotec bekommen, also zweimal Salbutamol bekommen. Hat jetzt eine Maske mit 6-7 Liter auf. Beide Beine kann er nicht spüren, aber die Oberschenkel ja. Hat einmal Dippi bekommen, weil er sagt, Schmerzskala 10 und ich wollte ihm gerade einen Zugang geben. Perfekt, ich gebe ihm Zugang, ich gebe ihm dann auch gleich was Stärkeres an Schmerzmittel. Ja. So. Sauerstoffsättigung, hast du schon Monitoring dran? Ja, ich habe gerade erst angefangen.
Achso. Achso, er ist auch dekontaminiert worden. Piekst mal einmal. Ist wieder so. Schwefelwasserperoxid ausgesetzt worden. Okay, weiß ich Bescheid. Gut, ich leg mal den Klapper. So, Zugang ist drin. Ja, ich kümmere mich mal um den EKG. Sättigung. Rennen wir dann auch gleich mal an. Ja, unter 7 Liter sind wir jetzt bei 97%. Alter! Oh, das war der LKW. Bitte, ich will ihn weg. Bitte, ach, ich sterbe. Ja, wir sind weit genug weg, alles gut. Frage ich erstmal, ob hier noch da ist. Da liegt der Notarztrucksack. Ja, den habe ich da schon mal hingelegt, weil ich nicht wusste, ach, was da liegt kommt. Auch ein Trauma-Rucksack. Ja, ich habe alles schon. Das ist Einsatzstellenmanagement. Ich glaube, ihr habt eine Meldelage, ich bin mir nur nicht sicher. Gut, ich würde den Herrn dann übernehmen und ins Krankenhaus verbringen, dann bleibst du erstmal hier vor Ort, ja? Ja, machen wir so. Ich hole kurz meine Frage und dann fahre ich dann ins Krankenhaus. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar mehr Fälle. Ja, dann muss einer von euch als Sicherungstrupp wahrscheinlich rein. Kann sein, dass du gleich nochmal wiederkommen darfst, der Angriffstrupp meldet sich nicht. Achso, ja, ich komme auf jeden Fall wieder. Ja. Nein, aber du kommst nicht wieder. So, gut, kannst du mir kurz helfen? Also, ja, natürlich, ich fass mir dann. Als ob, ja, aber ich weiß nicht, auf welche ich jetzt lande, ne? Hier stehen zwei. Ja, ich glaube, das ist egal. Ja, die machen das schon. So, einmal eins, zwei, hoch. Auf gar keine landet er. Ach, aha. Die richtige. Da wollen sie lieber sitzen, ist ja kein Problem. Ja, bei Luftboot kann das sogar mal ganz gut sein. Ja, dann sitzt. Oh! Was hier abgeht! Glaubt das alles nicht mehr! Ich stehe auf sowas, du weißt. Also jetzt setzen sie sich ja mal wieder hin. Ich darf nicht im OP sitzen, Armen. Super, gut, dann bringe ich ihn einmal ins Krankenhaus und komme ich wieder. Ja, alles klar, bis dann. Ja, das. Warum immer in meiner Schicht? Wir rüsten uns schon mal aus. Wir nehmen mal ein bisschen Super raus. Zwei Patienten. So, jetzt brauche ich gleich ein bisschen Unterstützung hier, glaube ich. Oh. Bin ich gar nicht ansprechbar hier. Ja, da brauche ich eure Unterstützung wahrscheinlich mit, zumindest von einem. Ich kann mich nur um einen kümmern. Ich kann wohl mithelfen, dann kann er noch. Warte, ich ziehe mich mal um. So, ich gucke mir mal an. Naja, kommen Sie mal beiseite. So, Smoke. Ich starte mal ein EKG. Wenn ihr Hilfe braucht beim Drücken, sagt ihr Bescheid, ja? Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Ich kümmere mich mal um den anderen. Ich brauche auf jeden Fall gleich mal, ich mache auf beiden ein EKG. Hier haben wir eine Nulllinie. Wir müssen erstmal das X. Du musst dann gleich trotzdem die Polizei hinzuziehen zur Hilfe, weil wir müssen auch das Feuer unter Kontrolle kriegen. Ja, dann sag denen doch Bescheid. Ich muss jetzt erstmal das X-Problem hier stoppen. Er hat auch was. Dass die Ausblutung, dass wir nicht mehr das Blutungsproblem haben. Danach kann ich mich um weitere Sachen kümmern. So, das will ich ja wieder nicht. Ich nehme mal eine elastische, ist auch egal. So, hat er immer noch Blut verloren. Alter, ist hier was los heute? Also, Kart hat auch massives X-Problem. Auch eine Nulllinie. Ja, erstmal alle Blutungen stoppen. Ganz dringend. Ja. Yep. Kater kommt, nee, Smoke kommt gerade wieder, ein bisschen, warte mal. Supra rein, ja. Mal rein. Ich gebe Supra bei Smoke rein. Wenn das nicht schon wieder fast zu wenig war. Warte mal. Komm. Komm. Ja. Nitro habe ich bereit. Ein bisschen asynchron, ein bisschen arrhythmisch, aber sonst. Weiterdrücken, bitte.
Boah, jetzt gibt er mir. Ja, der rutscht wieder ab, ich krieg noch ein zweites Mal super rein. Ich glaube, unsere Leitstelle ist wieder da. Ja, ich kann gerade nicht funken, ich habe gerade zu tun. Ich mach bei Kater B noch bei X. Nitro. Ah, er kommt. Smoke kommt. Warte mal, der rauscht uns, glaube ich, hoch. Ja, Nitro rein, Nitro rein, Nitro rein. Gib Nitro. Nitro geht rein. Smoke, alles gut. Brauch hier mal eine Infusion. Hallo? Ja, wir hören dich. 1 HLF 1 mit einer alarmierenden Rückmeldung von der Einsatzstelle. Mayday-Lage, braucht dringend NAW kommt mehr Rettungsmittel an der Einsatzstelle. Kommen. Kann man das Ding abnehmen? Warte mal, du bist gerade ziemlich noch nicht so gut im Zustand. Warte mal. Noch. Ja, mach dir mal den Anzug auf. Beidseitige Zugänge rein. Ja, aber für Intubation. Oh, massiv Zustand Scheiße. Nach Reanimation. Hier links, jetzt wieder da. Massiv Tachykard. Ich kümmere mich um die Reha, ja. Ja, der hier war eben auch Reha-pflichtig. Ich habe ihn mit zweimal Supra wiedergeholt. Also für dich, Neumann. Kannst du mir hatte Traumaverletzung, ja, Kopfkorso, Arm, beide Beine. Bin soweit jetzt erstmal versorgt, gut und gestorbt. Hab von mir eine 500er NRCL bekommen. Muss aber aktuell reanimiert, kein Supra, keine Defi. Kein Defi bis jetzt, hat noch keinen Zugang getroffen. So, Supra ist drinnen. Ich etabliere den Zugang rechtzeitig ab 10 Uhr. Ja, er schlägt an. Ja, teilweise. LKW mit Gefahrgut, weiter weg, wo ist er? So, ich sehe nichts. Zugang sitzt rechtzeitig. Viel Blut verloren. 18er. Ja, gut. Puls ist bei 44. Peter, du transportierst dann deinen bitte ab mit Sonderrecht ins Krankenhaus. Ja, ich nehme den hier. Blutdruck 35 zu 24. Ja, ich habe den Blutdruck im Auge. Ich überlege gerade, ich mach nochmal. Aber aufhören zu reanimieren, bitte. Mach schon mal Nitro fertig, falls er uns gleich hochgeht. Oh, nee, ich hab was dabei, alles gut. Würde ich erstmal ziemlich stabil haben, Smoke. Der Puls ist noch ziemlich hoch. Ah, okay, Zupass drinnen. Ich hab Morphin bereit, die Wunde müsste versorgt werden von ihm. Versorgt bitte. Bei dir, das ist gut. Das geht schon wieder auf, Alter. So, ich gebe ihm Morphium. Blutdruck 161, 164. So, jetzt dürfte sich der Blutdruck langsam stabilisieren. Die Wunden sind auf, du müsstest dich aber so machen. Ich helfe dir gleich mal auf die Frage. Ich geb erstmal nochmal eine Bombex, zu der, dass er gleich nicht den RTW vollkotzt. Ja. Das ist ganz praktisch, oder? Ja. So, ich helfe dir mal auf die Frage. Bombex von mir. So. Ja. Ja. Hier rüber zu meiner Frage. Ich nehme mal Platz. Ich ziehe mal kurz meine Sachen aus, ja? Du hast meinen Guckser an, ne? Ich habe meine. Ich habe hier alles bereitgelegt. Jetzt muss ich die Trage erstmal wieder kriegen. Kater, hinsetz! Was ist das denn? Willst du hin? Sachen doch aus, oder nicht? Ja, zieh ihn aus. Ich komm wieder hier hin. Kann ich vielleicht auch noch kurz eine Hose haben? Ich muss erstmal diese blöde Trage wieder greifen können, das will irgendwie schon wieder nicht. Oder vielleicht Beine? Ja, Beine in der Wundenversorgung. Ah? Wo hat er denn die ganzen Wunden wieder her jetzt? Ah, geht. So. Ich hab keine Trage. Warte mal. So. Da. Ja, ja, mal keine Sirene geben. Was steuerst du mit aus? Ja, ich würde auch mal einen Blick auf die Uhr. So, Smoke, wenn irgendwas schlechter wird, sag Bescheid. Nicht hinter fahrenden Fahrzeugen! Ja. Aua! Hör mal mir einfach hinter das Auto.
Ich höre meinen Puls. Ich muss schnell pochen. Was hattest du? Ha? Was hast du gesagt? Ich höre meinen Puls, meinen eigenen. So, mal das andere Horn umschalten. Meiser kann da vorne mördern, das muss schnell gehen. Im Notfall kann ich hier selber nehmen. Ich bin ja dafür. Ich hab ja auch in dem Krankenhaus noch mein Kido. Gucken mal, ob jemand da ist. So, da sind wir schon. Oh, ah, du bist drauf, in der Trage, passt auch. Smoke, hörst du mich noch? Smoke. Das muss schnell gehen. Der ist wieder bewusstlos. Einmal oben in den Schockraum. Wir müssen uns beeilen. So viel Zeit habe ich nicht. So. Ich hasse das. So, Smoke, wo bist du? Da. Hans. Hab ihn. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also wieder anfangen. Er ist weg. Ja, wir haben aufgenommen, männlich internistisch fahren zum Krankenhaus. Männlich internistisch verstanden, komm. Er ist komm. Weg. Ja, das ist so richtig Ende. Patient verschwunden. Warte mal, ich guck mal, ob im Helios jemand überhaupt ist. Helios Klinik von Berufsfeuerwehr, komm. Keiner da. Ach, ich liebe das. Und er ist verschwunden. Mein Patient ist weg. Kann ich auch nicht viel machen. Da kann ich jetzt aber auch nicht viel machen. Und jetzt geht der Alarm schon wieder los. Ich stehe jetzt mal draußen hin. Hier ist ein Chaos in dieser Stadt gerade. Smoke, wo bist du nur? Ich hätte dich gerade wiedergeholt. Oder war damit zumindest dabei? Kann doch nicht sein. Ja, irgendwie ist unser Patient weg. Das ist nicht ganz so schön. Absolut nicht ganz so schön. Ja. Ich glaube... Jo, das wird auch nichts mehr mit dem Patienten. Dann rücken wir erstmal wieder zurück zur Einsatzstelle, würde ich sagen. Schmutz.
gut. Wenn er nicht geholfen werden will, kann ich auch nicht helfen. Kann ich da nicht? Habe ich da gerade was gehört? Smoke? Ich habe ja keinen Smoke. Er ist weg. Ich kann ihn nicht finden. Ich kann den Kollegen nicht mehr finden. Schade. Ich muss was essen, sonst stirb ich gleich. Ach, da ist Smoke. Aha. Ich wollte dich gerade wiederbeleben. Ja, ich weiß, aber dann. Also ich weiß nicht. Also. Ja gut. Lässt Moin. Sich nicht ändern. Ja. Moin. Moin. Ich muss gerade selber erstmal was essen und trinken, sonst kipp ich gleich um. Gut, Smoke, dann nehme ich dich halt wieder mit zur Einsatzstelle. Ja, wollen wir halt nicht, okay, verstehe. Was willst du? Ich hab gefragt, ob du RTW? Ja, ich RTW. Krasse Scheiße, dass ich das noch erlebe. Ja, war gerade, wir haben ja gerade schöne Mayday-Lage gehabt und die Alarmsirene ging immer noch. Also Gefahrgut, LKW verunfallt. Uff. Ja, ich hab grad den, wie heißt er, transportiert. Ja. Harder. Ja.